So, da sind wir bei ihm. Harry, he's coming. What's happening? I can sense him. He's here. He's trying to get inside me, Louis. William has completely lost his mind. He's getting ready to pull out all the stops. He's going to devour my mind, Louis. I'm not going to be able to stop him. Louis, you are here. I sense your presence. What? But he can't even see me. Congratulations, my son. You have succeeded in joining us. Louis, don't let him draw you in there. You are signing your death warrant if you decide to follow him. I won't be there to protect you. It's over, my son. We have won. A new order can be born. Louis, I'm so weak. I can feel him entering. I can no longer keep him out. He's coming. He's here. I can. Can you see him? He's here. He's coming closer to you. Where? Louis, I don't want to just disappear. He's inside my mind. I can feel him crushing me. He's just in front of you. I'm so sorry, brother. There's nothing you can do to stop me now. You made your choice, and you have lost. I was wrong about him from the very beginning. He's mad. He must be stopped. You can still do something, Louis. Don't let him get away with all this so easily. I implore you. Wie oft wir diese Wahl haben, Mortimer zu folgen oder Holm zu folgen. Aber Leute, ich bleib jetzt standhaft bei meiner Entscheidung. Auch wenn es vielleicht die falsche ist, beziehungsweise ja, eine nicht so gute. Ich weiß nicht, wir bleiben einfach jetzt dabei. Ich folge meinem Faden. I'm sorry, Uncle, but I've decided to follow Father. But how can you trust him? He's my father, and there's so much he has to show me. I'm not responsible for what happened to you. That's your business, the two of you. You are just as mad as he is, Louis. You'll end up just like him. It's over, brother. Don't fight it. You will be punished for this. Perhaps, but you won't be there to see it, will you? You will be punished! Das war's. Episode 5. Kapitel 15. Gefangenen Geister. Ja, wir haben irgendwie auf alles erfolgreich hier, seltsamerweise. Ich habe die Ordnung unter den Gästen wiederhergestellt. Ich habe Sarah der Regisseurs Geist getroffen. Ich habe Sir Gregorys Erinnerung in die richtige Reihenfolge gebracht. Ja, danke mit Hilfe. Ich habe Emily Hillsborough's Geist getroffen. Ich habe Asahels Geist getroffen. Ach, so heißt der Vater von denen. Ich konnte aus dem Äther entkommen. Ich habe meine Unterstützung für Lord Mortimer bestätigt. Ich gäbe es da gar kein falsch und richtig, oder? Also, hätte ich jetzt mich für Holm entschieden, würde das wahrscheinlich auch bei erfolgreich stehen. So, Stufenaufstieg. Und Punkte verteilen, wie immer irgendwie, weil das mir hier sowieso. Obwohl, wir machen jetzt mal die Sprache. Wir machen hier mal hier unseren Psychologie voll. Stufe 3. Fertigkeitseinsatz kostet nichts mehr. Oh, schön. Und dann machen wir einfach auch hier noch voll so, also so voll wie es geht. Bücher haben wir ja wieder leider keine gefunden. So ist das. Ja, können die Errungenschaften können mal wieder verschwinden. Ich weiß immer nicht, welchen Knopf ich drücken muss. Oh je. Ah. I... Where am I? It's all right, son. Don't panic. It's over. I'm back? Where are the guests? I invited them to go up to their rooms. They're resting. Don't worry. Gregory? We won, Louis. It's over. He's dead? Definitively. Now the way is clear. At any rate, rejoice.
Great things await us. What did you do to him? I devoured his soul. But I didn't see you use the Holy Lance. Indeed not. I didn't need to. Can't you guess how I did it? The Lance of Longinus is just a vessel, Louis. It could have been any object that had the blood of Christ on it. The blood of an ancient, more precisely. But I didn't need the blood of an ancient. You see, I have been in dear Lord Mortimer's physical body for longer than my brother has been in Sir Gregory Holmes. Therefore, I am an ancient, Louis. He was your brother. Why did you kill him? He never meant you any harm. Oh, Louis, I am exhausted. Let's talk about this later. No, tell me why now. I want to understand. Stubborn as a mule. After centuries of trying to convince him, I assure you I had no other option than to do away with him. He would never have allowed me to depose our father. In the past, he had already opposed me, and sometimes very violently. He seemed to you like a man of peace, because you did not represent any danger to him. But I can assure you, he was not. With anything to do with our father, he would be merciless. In any case, what's done is done. I'm going to rest in the dining room. Join me there when you're ready. The time has come to end this little antisocial gathering. I did well not to follow home, didn't I? Come on, let's get it over with and join Mortimer in the dining room. Jetzt weiß ich leider gar nicht, wie lang die Folge ist, dadurch, dass ich da so viel rausschneiden muss. Was haben wir hier getan? Ich habe jetzt eigentlich nur dieses Rätsel gelöst. Da muss ich einiges wegschneiden. Dann, ich muss kurz nachdenken, Entschuldigung, haben wir das mit Mortimer, mit Holmes und Mortimer jetzt erlebt. Also so viel haben wir jetzt noch gar nicht gemacht, oder? So, jetzt finden wir noch ein Buch. Okay, wunderbar. Was ist da oben los? Chronicles of the Amber Princess, okay. As I recall, Dorkin was my favorite character. Das ist die Frage, ne? Gehen wir halt gleich da jetzt hin oder gucken wir uns nochmal in den Räumen um zu sehen, ob wir irgendwas aufschließen oder ob wir irgendwie Honig finden? Das ist immer so die Sache, die ich manchmal nicht so richtig weiß. Da ist nichts weiter. Sonst habe ich immer das Gefühl, wir sprinten hier so durch, finden aber keinen Honig mehr und keine Bücher mehr und dann ist ja alles vorbei. Da steht immer noch das, was wir nicht nehmen können. Ich gehe mal einmal nochmal hoch. Guck mal. Ich gehe mal gleich in das erste Zimmer, wenn wir da reinkommen. Das war das von der Hillsborough. Das von der Emma Emily. Schrägstrich. Wer auch immer. Von den beiden. Bei unserem Zimmer war. Ach, nee. Moment. Orientierung. Ich dachte gerade, wir sind hier die Treppe hochgekommen. Gut, dann gehen wir in Perus Zimmer. Falls wir da reinkommen. Nein. Auch nicht. In unserem Zimmer, das bringt ja nichts mehr. Hier kommen wir tatsächlich rein. Wie gesagt, ich habe einfach nicht gemerkt, wo noch irgendwas zu finden ist. Ne? Aber das ist ja auch jedes Mal wieder irgendwie neu, habe ich das Gefühl. Pro Kapitel. Wieder neue Sachen irgendwo finden kann. A letter from William Pitt the Elder, addressed to Emily. Das kennen wir auch schon. He was the English Prime Minister. Star ist noch eine Kiste, ha? 15 years ago now. Entschuldigung, dass ich das so abbreche. Zwei Kreise, befinden wir den? Keine Ahnung. Ich mache das jetzt hier, auch wenn wir wieder nichts haben und ich wieder alles verschwende. Ich hoffe, da ist einfach was Tolles drin. Ein Brief. Dear Gregory, thank you for the information. I've managed to find out about the names you gave me. George Washington is a man you can trust. In spite of his obvious talent for politics, he has remained upright and honest. On the other hand, as you may well know, he is already doing business with Lord Mortimer. It will be more difficult to approach him. Napoleon Bonaparte was unknown to me until today. He's a passionate young French soldier for whom Mortimer predicts a promising future. Take heed. He is a man of conviction, which to my mind makes him potentially dangerous. As for Sarah de Richet,
What more is there to say? You already know each other. She was apparently invited by Lord Mortimer about an ongoing matter in Paris that concerns a receiver in stolen art. See you soon. Duchess Emily Hillsborough. All right. I've retrieved everything. Kamitnitengeist. Yay, das ist es, was wir brauchen. Bitte mehr davon. Has indeed some powerful backers. Madam, thank you for consoling the Queen. The King's situation is worsening, but I wager he'll recover from this present. Ah, ja, das kennen wir alles schon. Entschuldigung, das wollte ich jetzt wegdrücken. Wie gesagt, ich suche jetzt hier einfach nach neuen Sachen. Das ist den Brief, denke ich, hatten wir auch schon. Und vor allem nach, wie gesagt, so Kamelitengeist oder Honig wäre toll. So, wir schauen weiter. Das ist hier. Odoi, da kommen wir nicht rein. Hier in unserem Raum brauchen wir nicht reingehen jetzt. Da dürfen wir auch nicht rein. Wir haben ja nicht mehr viel Wahl hier. Die meisten Räume können wir nicht mehr rein. Washingtons Raum, ne? Können wir auch nicht rein. Hier dürfen wir rein. Ach, das war hier. Okay. Oh, hier ist ja noch eine offene Kiste. Ah, ne, die ist zu. A chest with a half circle pattern. Okay, einen Schlüssel haben wir. Reicht der eine Schlüssel? Jawohl. Boah, eine Flasche und ein Bernsteinstück, ne? Und ein Zettel. No space left. I'll retrieve it later. Okay. Inventar leider wieder voll. Gold-Elixier. Wir finden immer nur Gold-Elixier, was wir eigentlich fast nie benutzen. Mysteriöse Notizen. Okay. Nochmal gucken hier. Die ganzen Briefe, die haben wir auch alles schon gelesen. Da, den haben wir auch schon gelesen. Okay, sag mal, war hier nicht noch irgendwie was mit so komischen Steinchen? Sind die jetzt weg? Wo ich mir beim letzten Mal nicht getraut habe, so eins zu nehmen. War das nicht in diesem Zimmer? Auf jeden Fall ist es nicht mehr hier. Ach, schade. War wieder nicht so sehr erfolgreich, leider. Ich hoffe, ich gehe jetzt wieder richtig rum. Dass ich wieder zurücklatsche. Da dürfen wir auch nicht rein. Okay, dann sind wir jetzt rum, ne? Hier könnten wir nochmal rein. Das sind diese Zimmer, wo die Sarah war, ne? Wo wir dieses Rätsel hatten. Ja. So, nochmal schnell hier lang. Da ist dieses Buch. Es ist so super dunkel hier in diesem Raum einfach. Hier gar nichts. Ne, hier ist nichts. Also ich sehe auch gar nicht viel. Gut, dann werden wir... ja, wir gehen jetzt runter, ne? Wir geben uns Lord Mortimer ins Speisesaal, wenn ich echt gerne Honig hier entdecken würde. Jetzt hier runter. Das bringt nichts. Obwohl, wenn ich die Möglichkeit habe, gehe ich erstmal hier noch rein. Ne, von da sind wir ja gekommen, oder? Ja, wir sind von da gekommen. Ich dusel. So, gut, dann gehen wir einfach ins Speisesaal.
Aber ich denke, das, ja, das machen wir dann doch in der nächsten Folge, glaube ich. Besser ist, sonst wird es wieder zu lang. Jo, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich bin jetzt da arbeiten, aber ich habe ein bisschen früher Feierabend bekommen. Right, now's the time to join Mortimer. Yep. I won't be able to go back after. Okay, wir können danach nicht mehr zurück. Ja, wir wollen, ne, eintreten. Here we go. Los geht's. Ich bin gespannt, was jetzt auf uns zukommen wird hier. Louis, I was expecting you. Do you feel better? Yes, yes. Don't worry, I'll be all right. I wanted to speak with you about what's going to happen next. But before we begin, I would like you to give me back the Holy Lance, please. Now that Gregory is gone, you won't be needing it anymore, and I prefer to put it back in its place. Können wir doch eh nicht, oder? Ihn anlügen und die Hand zu behalten? Komm. Of course. Here you are, Father. Ich würde immer noch gerne wissen, war es jetzt die richtige? Thank you. You wouldn't have been able to do much with it anyway, given it isn't the right one. You mean I got the wrong one? Now, okay. Don't blame yourself. There was a reason why I put it with all those copies. If you had been forced to use it, it would never have prevented one of us from changing bodies. This conference will have been one of the most eventful I've ever known. I'll just have to take your word for it. Before I get to why we're here, you must know that I've been watching you very closely over these past few days. I was impressed by your intervention to prevent Peru from killing himself. You remind me of myself when I was starting out. As for the door of my crypt, no one had ever found out how to open it before you. You committed a serious mistake in proving unable to tell your sisters apart, causing the death of the most promising. I won't lie to you, I was surprised and above all disappointed when I found out you had tried to discredit me with His Holiness by writing a letter to the Papal States. Damn it, he found out. Anyway, now it's time to put an end to things, once and for all, Louis. The poison that runs through your veins has definitively deprived you of the hopes I had placed in you, through your own faults. Okay, also Emily ist dann doch tot anscheinend. Ich habe es ja irgendwie nicht so ganz kapiert. Also haben wir es jetzt doch, ja, dahin geschieden. Und warum weiß der alles? Hilfe! Wir haben ja irgendwie hier alles verkackt, ja? Oh Gott. Wir werden das schon überleben. Don't you worry about it, Father. I'm a demon. And I'm your son. I'll make it through. I don't think so. Was? I'll be honest with you, Louis. Though it pains me. Your body is corrupted. The poison has been spreading inside you for too long. It has already caused irreparable damage. You are of no use to me now. I beg your pardon? You see, when the time what? Comes for me to change bodies, I usually pass into the body of one of my children. The transition is much smoother and allows me to be operational much more quickly. Seeing the good work you have done since your arrival, I was convinced I had found my next body. Could only be you. But then you had to go and ruin everything. Okay, wirklich jetzt? Oh Gott. Na, dann bin ich ja froh, dass wir vergiftet sind, oder? Hallo? Was geht hier ab? Dreckskerl! You dirty bastard! That's what you had planned for me all along, isn't it? I was never anything more than the envelope for your next life! Oh, please. Do let us try and retain some dignity, shall we? Let's not fall prey to being pathetic. We're better than that. You bastard! Don't make this any harder than it already is, please. Harder? Listen, just be grateful that I'm granting you your freedom. Now I'll ask you to leave me and be gone within the hour. Moreover, if I were you, I wouldn't waste a single second in sterile conversation, because I'm not so sure that poison will even let you see the French coast again. You damned... I should have never listened to you. Rotten hell! Okay, das lief ja nicht so gut für uns hier. Ach du meine Güte. Jetzt ging es uns blenden und jetzt fangen wir an hier. Oh Mann. Okay, ich glaube, das wird kein gutes Ende für uns nehmen. Nein. Das sieht nicht gut aus, Leute. Das sieht nicht gut aus.
Aber wisst ihr, was mich wundert? Unsere hier tolle Fähigkeit mit Gedanken lesen, da hatten wir jetzt überhaupt keine Möglichkeit. Tightened his political and spiritual grip on King Frederick William. On the death of the king in 1797, Johann retired with his wife to his country estate in order to continue his work on his theological and alchemical thesis. Manuel Godoy's close relationship with Napoleon enabled him to claim a part of Portugal, as well as the protection of France upon the fall of the kingdom. He died in the company of his beloved mistress Pepita, after recovering all his titles and properties. Napoleon Bonaparte continued his political and military rise until his self-proclamation as emperor. His excessive ambition would cost the lives of 1,700,000 Frenchmen and leave France poorer and weaker than ever before. Deported and imprisoned by the British on St. Helena Island, he died on the 5th of May, 1821, as an exile to general indifference. During his second term, George Washington had to deal with a number of rebellions. He enraged public opinion by building close diplomatic links with Great Britain, which forced him to give up a third term in office. He retired to his country estate until his death, without being able to implement the annexation of the highly coveted Louisiana Territory. The Duchess, enabling Great Britain to build closer ties with the United States on both political and commercial fronts, was her last diplomatic feat. She gradually withdrew from the English court and had to retire to the country, supported by her ever-present friend, the author Jane Austen. They say that the Duchess inspired her novel, Emma, which became a bestseller in the year 1816. His Eminence Piaggi paid dearly for disobeying His Holiness over his vote at the conference. It was consequently decided to withdraw him from diplomatic and political decision-making within the Papal States. It was rumored that his great age got the better of him, and he was sent to end his days in a Tuscan monastery, where he died 2 years later. Elizabeth's family did everything in their power to find her, based on clues provided by their friend George Washington. In vain, they lost her trail in the port of Brest in France, and no one ever saw her again. On his return to Paris, Peyroux gave himself up to his peers of the revolutionary courts. He admitted to being implicated in several state corruption cases. Found guilty of treason toward the Republic, he was executed without a trial. Leute, es ist nicht witzig, aber ich glaube, ich habe das schlechteste Ende, was man hier erreichen kann, habe ich hier erreicht. Seht euch das mal an, bitte, der letzte Zug. Ich habe alles ohne Erfolg. Ich wurde von Lord Mortimer besiegt. Ich bin an einer Vergiftung gestorben. Ich habe das Alasib nicht auf Festland zurückgebracht. Es ist mir nicht gelungen, Lord Mortimer zu töten. Es ist mir nicht gelungen, die Insel unbeschadet zu verlassen. Ja, da wisst ihr, was wir hätten eigentlich erreichen können, und wir haben nichts erreicht. Ach, ich bin so schlecht. Müssen wir mit leben, wa? Das war's, Leute. Ich habe jetzt das Intro auch übersprungen, denn das Intro hatte ich beim Ende des ersten Kapitels runterlaufen lassen. Deswegen mache ich es jetzt nicht nochmal. Ja, dann war das jetzt ein kurzes, schnelles Ende. Die Folge war ja nicht mehr so lang. Oje, wahrscheinlich schneide ich das noch an die letzte Folge ran, denke ich mal, wenn ich jetzt nicht zu viel rumsabbele. Ja, was für ein Ende. Oje, ich sag's euch, das war bestimmt das schlechteste Ende, was man erreichen kann. Ich tot, unsere Mutter tot. Gregory tot, Lord Mortimer ist doch am Leben, der hat gesiegt sozusagen. Und auch für die einzelnen Charaktere, Emily ist tot, Elizabeth Adams ist verschwunden, weil die ja auch von dem Geist des Vaters besessen ist, also beziehungsweise ist da der Dämon, der Vaterdämon, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, in ihr drin. Peru wurde ja hingerichtet. Ja, und auch die anderen hatten jetzt nicht so ein super glückliches Ende, wie ich finde. Gut, damit verabschiede ich mich von The Council. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich bedanke mich bei allen, die bis hierhin geguckt haben, die ab und zu auch meinen Kommentar da gelassen haben. Vielen, vielen Dank. Ganz besonders an Georg mal, der immer fleißig dabei ist und immer fleißig guckt und mir Kommentare schreibt. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, wir sehen uns in einem nächsten Let's Play von mir wieder. In dem Sinne, macht es gut.
Vielen Dank. Bis dahin. Tschüssi.